Mit diesem Video, Der lange Weg oder The Long, Long Way, möchte ich mich wieder einmal bei euch, meine wunderbaren Abonnenten, sehr herzlich bedanken. Herzlich willkommen in der Aquarellschule Elberbefehl. Meine Bilder entstehen zu Themen, die mich brennend interessieren, wie Natur, Landschaft, Himmelsstimmungen, aber auch Figürliches oder Bilderbuchillustration. Sehr oft aber bereite ich mich natürlich auch vor für den Unterricht, und da ist es oft die Farbe in ihrem Wesen, die mich interessiert. Heute malen wir ein Bild in Herbsttönen, die ihr hier aufgelistet findet. Zuerst macht ihr euer Blatt feucht mit einem Aquarell-Naturschwamm. Ihr seht, bei mir ist sogar noch ein bisschen Farbe dran, eine grün-gelbe Farbe, das macht aber gar nichts. Das passt sogar sehr zur Grundstruktur unseres Bildes. Und wir beginnen mit dem Fanstippler und einem Zitronengelb rechts mittig und mischen dann ein Orange dazu mit einem sehr schönen Übergang zum Gelb, mit einem fließenden Übergang zum Gelb. Außen um das Orange herum tragen wir ein Ultramarinblau auf und schauen auch hier wieder, dass es einen schönen Übergang gibt zu den Gelb-Orange-Tönen. In der Mitte holen wir ein bisschen Farbe vom Bild für die Sonne, die hier sehr hell leuchtet. Das ist die Stelle, wo die Sonne anschließend dann, ihr werdet es sehen, hinter den Bäumen scheint. Und mit dem Aquarell-Naturschwamm und einem Orange stupfen wir in den oberen Teil, nämlich die blaue Farbe, eine Wolkenstruktur hinein. Wir nehmen dazu auch ein Paynes Grau in der oberen Hälfte der Wolke, als unten wird sie von der Sonne angeschienen, die Wolke, und bleibt orange. Oben dunkeln wir sie ab, schattieren wir sie mit einem Paynes Grau. Anschließend nehmen wir ein Orange, wieder ein Orange, immer noch mit dem Fanstippler, und malen die weit entfernte Horizontlinie. Dann kommt ein Zinnoberrot für die nächste Hügelstufe sozusagen, die nächstnähere Hügelkette, die vor dem Orange steht. Die wird ein bisschen steiler rechts nach oben gezogen. Nach unten lassen wir sie einfach übergehen ins Weiß, sozusagen ins Nichts. Da kommt ja dann noch der Vordergrund. Nun lassen wir das Ganze trocknen. Und nehmen wieder mit dem Fanstippler in Umbra Natur zuerst einmal in dieses Umbra Natur mischen wir ein Gelbgrün, ein Schattengrün und ein Zinnoberrot und malen so den Vordergrund. Das Rot ist natürlich darin wegen dem Beleuchtetwerden von der Sonne. Je näher der Vordergrund zu uns kommt, desto grüner, desto intensiver ist diese grüne Farbe von der Wiese. Und der Horizont sozusagen von dieser Hügelkette ist in Umbra Natur. Mit dem Aquarell-Naturschwamm tupfen wir Blattwerk vor den blauen Himmel. Auch mit dem Gelbgrün und hineingemischt ein Orange, von der Sonnenseite her hineingemischt, also von rechts ist es sonnenbeschienen mit diesem Orange, und mit dem feinen Schriftenpinsel ziehen wir die Stämme und Äste dieser kleinen Büsche und Bäume ins Bild hinein.
Schaut euer Bild immer wieder an, wie ihr es machen möchtet. Nun kommt die rechte Seite. Da habe ich jetzt einen sehr breiten Flachpinsel für die Blätter verwendet. Dieser Flachpinsel ist von Terry Harrison und malt wunderbares, ganz feines Blattwerk, wenn man mit ihm auf das Papier tupft. Wenn ihr keinen solchen Pinsel habt, nehmt ihr einfach wieder den Aquarell-Naturschwamm und tupft vorsichtig mit dem Schwamm das Blattwerk der Bäume. Das geht auch wunderbar. Dann mit dem feinen Schriftenpinsel und einem Umbra Natur die Stämme der Bäume ins Bild ziehen. Nun kommt gleich eine kleine Überraschung, sowohl für euch als auch für mich. Unser sehr junger Kater Never ist plötzlich sehr interessiert an meiner Malerei und an diesen hübschen Pinseln und mein Bild scheint auch sehr bequem zu sein. Ich male hier jetzt weiter, obwohl ich zwischenzeitlich rechte Mühe hatte, ihn wirklich mit etwas anderem zu beschäftigen. Er war fast ein bisschen traurig und jetzt ist er aber so müde, dass er hinter mir auf dem Stuhl schläft. Weiters geht es im Bild mit der Sonne. Ihr habt gesehen, ich habe an dieser Stelle die Sonne ausgewaschen. Die Strahlen der Sonne, also dieses Hell der Sonne, ist jetzt weiß rundherum mit Zinnoberrot abgedunkelt und ein bisschen warm gemacht. Und hier mische ich jetzt aus Paynes Grau und Umbra Natur eine Schattenfarbe und ziehe sie von den Stämmen her, von der Sonne weg, ins Bild. Jetzt kommt er wieder, er ist aufgewacht und ist wieder sehr interessiert. Ich muss aufpassen, dass er mir keine dunklen Tapsen ins Bild macht. Noch einmal zu den Stämmen. Ich ziehe die Stämme, das Dunkle der Stämme, also diesen Schatten von der Sonne, weg nach unten in den Vordergrund hinein und wasche diesen Schatten auch nach rechts und links ein bisschen aus, sodass er nicht zu hart fällt, dass er natürlich wirkt. Und versuche, Neva abzuhalten, meinen Pinsel zu fressen und zu fangen und mit ihm zu spielen sozusagen. Auf der linken Seite mache ich dasselbe mit derselben Farbe, aber getupft mit dem Aquarell-Naturschwamm. Der kleine Neva schaut mir interessiert zu und oh je, jetzt hat er mir doch noch einen kleinen Fleck gemacht ins Bild. Zum Glück nur dort, wo die Wolke sowieso ein bisschen fleckig ist. So, jetzt ist er abgezogen. Mal schauen, wie lange das es dauert. Hoffentlich ist er noch mal ein bisschen müde und schläft noch einmal. Nun nehme ich wieder den Aquarell-Naturschwamm und mit Gelb, Grün, Orange, Braun und auch ein bisschen Zinnoberrot tupfe ich meine Wiese. Vorne an der Krete sozusagen, dieses Hügelzuges, da wo die Bäume sind, trage ich natürlich mehr warme Farben auf, also Rot, Orange, Zinnoberrot und Orange, weil da scheint ja direkt die Sonne hin. Näher zu mir, Richtung naher Vordergrund, da wird es dunkler, wird es intensiver, grün, bläulich. Ich nehme jetzt noch einmal den Fanstippler und male ein bisschen Gras im Vordergrund und auch bis zu mir herunter, indem ich den Fanstippler horizontal halte und das so Gras, wie so Grasbüschel ins Bild male. Jetzt ist das Ganze nass und ich habe noch einmal die Schatten so schön hineinmalen können und sie ein bisschen auseinanderziehen mit dem Fanstippler, sodass es recht natürlich ausschaut und ein bisschen fließender in den Hintergrund hineinpasst. Nun trockne ich das Ganze und mache den Weg vorne nochmal ein bisschen hell, dass man sieht, dort vorne ist die Sonne und auch zwischen den Stämmen seht ihr, dass ich Farbe vom Bild hole, sodass das Sonnenlicht, das auf dem Boden auftreffende Sonnenlicht und die Sonnenstrahlen noch ein bisschen mehr wirken, besser zur Geltung kommen. Auch hier zwischen den Büschen ist es hell von der Sonne. Und wieder
Bilder mit dem Feenstippler Gras malen auch über die Schatten mit einem Gelbgrün den Vordergrund, den Weg, Grasbüschel, die Wiese und so weiter gestalten, ausarbeiten. Mit kleinen Tupfen, mit dem Feenstippler oder mit kleinen gezogenen Linien, sodass es wie so Grasbüschel, Grasnarben aussieht und sehr natürlich wirkt. Und dass man auch immer mehr das Gefühl hat von Fläche. Nicht von Durchfallen, sondern wirklich von Oberfläche sozusagen, von Boden. Probiert ein bisschen aus, wie ihr das Ganze ausarbeitet. Mit helleren und dunkleren Stellen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen und freue mich auf ein Wiedersehen. Schaut doch einmal auch auf meinen Patreon-Kanal. Dort gibt es ganz viele Echtzeit-Videos, genau erklärt und beschrieben. Ich freue mich, wenn ich euch wiedersehe, hier auf meinem Kanal. Tschüss, bis bald, eure Ella de Fee. Bye.